Die Orgel der Hoyerswerda Kirche Heilige Familie soll saniert werden. Nach der kompletten Insanierung mit neuem Anstrich und neuer Mikrofon- und Lautsprecheranlage ist jetzt die Orgel dran. Insbesondere die Luftkanäle aus Kiefernholz sind während der extrem heißen Sommer in den letzten 3 Jahren vollkommen ausgetrocknet und es haben sich Risse gebildet. Während der warmen Jahreszeit kann die Jämlich-Orgel daher kaum bis gar nicht mehr gespielt werden. Des Weiteren sind auch die Pfeifen nach oben hin größtenteils offen, sodass Staub, Schmutz und Insekten hineingelangten und einige verstummen ließen. Die Pfeifen sollen daher im Rahmen der Sanierung auch gereinigt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 50.000 Euro. Zudem ist 2021 die Orgel zum Instrument des Jahres gekürt worden. Vielleicht auch deshalb hat sich die Lausitzer Seenlandstiftung dazu entschlossen, das Vorhaben großzügig zu unterstützen. Hoyerswerdas ehemaliger Bürgermeister Thomas Delling überreichte jetzt im Namen der Stiftung einen Scheck in Höhe von 45.000 Euro an die Kolpingsfamilie Hoyerswerda. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle seitens des Orgelbauers Jämlich wird das Kircheninstrument allerdings nicht wie geplant zum diesjährigen Weihnachtsfest, sondern wohl erst zu Ostern kommenden Jahres wieder in voller Schönheit erklingen.